Moin, heute ist Kajaking angesagt, deswegen habe ich mein schönes Wetshirt angezogen. And these two blokes, three blokes and one girl are gonna join me. Us. Yes. Und der Plan ist, irgendwo da hinten rauszumachen, hinter das Ding, ist, keine Ahnung wie weit. Wir werden mal sehen, wie weit wir drauf haben. Hat halt einen 50er Sunblock an. But there's a difference. Look at how white you are. You're not used to the sun. Yeah, I'm in the sun every day. You're a real Sri Lankan guy. Yeah? Yeah, he's okay? Yeah. Okay. Yeah, yesterday you can't even swim. Swim double, yeah, I think that's good. Okay, let's do this. Life jacket is always the best for comfort. Und das Krasse ist, unser inselischer Freund, der kann doch nicht mal schwimmen, wie 80% aller Inder, weil er irgendwo im Tiefen von Indien wohnt und die sind froh, wenn sie überhaupt ordentliches Wasser haben, also haben die noch nicht mehr die Möglichkeit meistens zu schwimmen. Und der traut sich auch nicht hier raus, das ist echt Respekt, Dude. Really crazy. Ich wurde zum ersten Mal gerade bewusst, woher der Begriff Hitch Rock Bottom herkommt. Wenn überall Felsen sind und wenn du mit dem Schiff wahrscheinlich aufkommst and you hit Rock Bottom, also du läufst auf Grund auf, dann ist es wirklich schon das Tiefste, was passieren kann als Schiffsfahrer oder als kleiner Kajaker. What are we actually? Kajakunis? Kajak people? Kajakfahrer. Das, was Columbus damals nicht geschafft hat, schaffe ich heute. Das ist Indien. Verloren vielmehr, wo ich ein bisschen surfen wollte mit dem Kajak. Einmal zu viel, da gab es einen Überschlag und dann war die Brille weg. Ich glaube, die findest du jetzt nicht mehr hier wieder. Ja, das Blödeste ist natürlich ein Replacement erstmal zu finden. Also merke, entweder surfen immer ohne Brille oder mit so einem schönen Sekretärenband drumherum zu schnallen, damit man die nicht verlieren kann. Ja, ich glaube, das kann ich aufgeben hier. Also nach 2 Stunden Paddeln strengt es doch ganz schön an.
glaube, das werde ich dann heute Abend oder morgen noch mal ordentlich merken in den Augen. Okay, meine anderen Gläser habe ich jetzt leider verloren, aber dafür gibt es auch ein Ersatzpaar. Man muss ganz ehrlich sagen, in Goa passiert jetzt nicht so sehr viel, deswegen das für einen Vlog, für einen ausgiebigen, ja, ist halt viel chillen, mal hier, mal da, ist wirklich wie Urlaub. Was ich aber dafür nutzen möchte, ist mein erstes Q&A damit zu füllen. Ich habe mir ein paar Fragen geschickt und die machen wir jetzt. And we are recording. Okay, erstmal vielen, vielen Dank für die Leute, die überhaupt drunter kommentieren. Das liegt auch daran, ich habe damals in einem Buch noch über YouTube gelesen, 70% der Leute schauen, 20% liken und 10% kommentieren. Deswegen die Leute, die kommentieren, super vielen Dank, auch wenn ich nicht jedem antworten immer kann. Ja, ich freue mich über jeden Kommentar unter dem Video. Da das mein erstes Q&A ist, bin ich noch ein Stück weit unbeholfen. Aber ich gehe einfach mal so ein paar Fragen durch, die mir gestellt worden sind und probiere die mal irgendwie zu beantworten. Was mich übrigens auch gewundert hat, dass viele Fragen kamen gar nicht dazu, in den spezifisch, sondern mehr über mich und was ich hier mache und so. Finde ich voll witzig. Also ich dachte immer, ja komm, dann finden wir das oder dies raus. Abgesehen von der Bollywood-Frage. Ja, Bollywood ist halt ein Riesending hier. Warum das so ist, kann ich auch noch nicht genau beurteilen. Dazu stecke ich zu wenig drin. Aber es ist auf alle ein Riesenbusiness in Indien, Bollywood-Filme. Okay, aber kommen wir zur wirklich ersten Frage. Die kam von Joe Aipel, also J-O-O-A-I-P-L-E. Was ist das Ziel deiner Reise? Da muss ich dazu sagen, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, ich finde erstmal geil, dass er gesagt hat, das Ziel deiner Reise. Denn das ist für mich schon ein essentieller Unterschied. Ob Leute Urlaub machen oder eine Reise machen. Ich reise lieber und der prinzipielle Unterschied zwischen Reise und Urlaub ist, dass du auf einer Reise mehr Erfahrung sammelst. Ist auch eins meiner Lebensphilosophien, denn Life is measured in experiences. Also wirklich die Summe deiner Erfahrungen macht mehr oder weniger dein Leben aus. Beim Urlaub ist es meistens so, du bist halt zwei Wochen an einem bestimmten Ort, erholst dich da von deinem sonstigen Leben. Und bei einer Reise ist es meistens so, du gehst dahin, hast viele, viele neue Eindrücke und Erfahrungen und wächst auch daran, bekommst neue, du reifst halt mit den ganzen Erfahrungen. Finde ich immer mega geil. Ja, daran halt auch ein Stück zu wachsen. Gibt es im Storytelling, nennt sich das Ganze Heldenreise. Also wo man irgendwo hingeht, dann erlebt man irgendwas, kommt zurück mit anderen Eindrücken und ist irgendwo anders, auch wenn es ein bisschen philosophisch klingt, ein bisschen weit eine andere Person. Im minimalen Standard. Mit Indien, ja, ich glaube, hier nehme ich auch ordentlich viele Eindrücke wieder mit. Und sorry, ich komme komplett vom Thema ab, von deiner Frage. Was war das? Was ist das Ziel meiner Reise? Boah, das ist echt gut. Ich habe auch viele getroffen, die nur nach Indien kommen, wegen Essen. Also die sind einfach so Food Traveler. Die bereisen die Länder gern wegen Essen, mache ich persönlich gar nicht. Ich komme ja wegen Land und Leuten, wie die leben, wegen Bildern vor allen Dingen auch. Und ja, wie die einfach leben hier. Ich finde das immer so beeindruckend, mit wie wenig Leute auskommen und wie zufrieden die dann doch sind. Und ansonsten Ziel meiner Reise, ja, geile Bilder mitnehmen, Fotos mitnehmen und Erfahrung sammeln und Leute treffen. Das sind so die
klassischen Dinger. Dann hatte Patrice Yolo, sehr geiler Name, gefragt, wie ist es mit dem Geruch in den Straßen und im Ganges? Und wie gut kann man sich mit Englisch verständigen? Also mit dem Geruch geht hier in Goa, es ist super clean, auch vom Müll nichts zu spüren. In den anderen Städten geht es eigentlich auch. Das ist bloß in manchen konzentrierten Ecken riecht das manchmal extrem nach Urin oder irgendwelchen anderen Sachen. Aber wie gesagt, der Vergleich mit dem Festival, so schlimm hast du es manchmal. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass es überall nur nach Toilette riecht oder irgendwelche Sachen. Also so ist es nicht. Ist aushaltbar. Und wie gut kann man sich mit Englisch verständigen? Eigentlich auch ziemlich gut. Da Indien ja damals von UK besetzt war, sprechen die ja auch alle sehr gutes Englisch. Oder man kommt zumindest rum, wie gestern der Taxifahrer zum Beispiel im Auto. Die haben halt alle ein sehr gebrochenes Englisch, aber irgendwie kommt man immer zurecht. Auch wenn die Leute gar kein Englisch sprechen, mit Hand, Fuß und irgendwelchen anderen Karten. Man kann sich schon immer verständigen. Einfach mal selber ausprobieren, es läuft dann irgendwie. Ghost Pictures, moin David, Grüße, wir sehen uns sicherlich bald. Warum ich nach Indien bin? Das ist auch so eine gute Frage, habe ich mich selber gefragt. Ich war halt schon in anderen südostasischen Ländern, also Thailand, Laos, Kambodscha, Indonesien und somit, ja gut, das ist halt wieder dieses Erfahrungsding. Ich bereise lieber gern ein neues Land, anstatt ein altes Land zweimal, um da vielleicht noch eine Ecke zu sehen, weil der Erfahrungswert ist einfach größer, wenn du ein komplett neues Land bereist, was du vorher noch nicht kennst. Und Indien, ja, war halt günstig, war das nächste asiatische Land auf der Karte. Ich habe auch überlegt, nach Südamerika zu machen. Gab es aber keine günstigen Flüge und solche Sachen und somit dachte ich mir, ach komm, mach's einfach Indien. Just do it. Und bisher habe ich es nicht bereut, also ist ja geil. The Goldie Deluxe wollte wissen, wie ist es mit dem Internet in den Hotels und mit Geschwindigkeiten. Wi-Fi, muss man ganz ehrlich sagen, ist fast überall vorhanden. Die Geschwindigkeiten variieren von sehr, sehr gut bis sehr, sehr miserabel. Deswegen auch manchmal die verspäteten Uploads. Das kann man so nicht wirklich einheitlich sagen. Es kommt wirklich auf die Region an. Manche sind wirklich super top und andere sind sehr, sehr schlecht. Aber wie gesagt, mit einer SIM-Karte aus Indien funktioniert das Ganze echt super. Also ich habe, wie gesagt, meine 28 GB, jeden Tag ein Gigabyte. Darüber lade ich mittlerweile auch die Videos dann hoch hier in Goa. Ja, dann passt das echt perfekt. Und dann brauchst du darüber keine Sorgen mehr machen. Und dann Mr. Leo Cool HD. Warum Indien und ob ich es auch anderen empfehlen würde? Definitiv. Also Indien ist so ein geiles Land. Ich hatte davor selber gar keine Ahnung, bin hierher gekommen. Ja, wirklich mit null Plan von dem Land. Wusste auch gar nicht, wo ich hin sollte, außer Taj Mahal. Das war das einzige Ding, wo so ein Checkmark-Ding ran sollte. Und ansonsten lernst du über die ganzen Leute, die du triffst, mit denen sprichst du, die wissen, okay, guck dir das an, guck dir dies an, da war ich, da war's cool. Und genauso ist es jetzt auch bei Palolem Beach zum Beispiel. Wir haben halt Leute im Hostel getroffen oder ich. Die haben gesagt, wir waren da, es ist geil, guckt das auch an. Und trotz Off-Season, das ist genau das größte Ding, auch wenn die Leute sagen oder in Büchern steht oder im Internet, ja, geh da nicht hin. Wenn du selber da bist, ich finde es mega angenehm in Goa, es ist wirklich angenehmer als in Mumbai oder Jaisalmer oder anderen Orten. Die sind viel, viel heißer und hier mit der leichten Brise, trotz Off-Season, richtig geil. Goa, bis Ende April kann man noch hergehen, dann machen die wirklich alles dicht hier und machen dann, glaube ich, am 1. August wieder auf mit der neuen Saison. Und empfehlen, ja klar, macht das eben, macht das absolut. Gibt es halt wieder auch, wieder zum Anfang zurückzukommen. Life is measured in experience, ist halt so meine Philosophie. Und dann gibt es auch hier, life is a book, travel as much, nee, wie heißt das Ding? Life is like a book, and those who don't read, only read one page. Ich würde es nicht auf Reisen bzw. auf Travel spezifisch machen, sondern wirklich damit abhängig machen von Erfahrung. Deswegen ist mir auch wichtiger, life is measured in experience, also in Erfahrung und nicht unbedingt an Reisen. Denn du kannst auch zu Hause bei dir um die Ecke viele, viele neue Sachen erleben. Man ist halt bloß, ja, dann wie zu Hause, man ist in seiner Komfortzone, mag halt ungern neue Sachen lernen. Und beim Reisen bist du automatisch halt gezwungen, in neuen Ländern viele neue Eindrücke zu verarbeiten. Aber ich versuche das auch dann in Deutschland wieder mehr zu machen, andere Sachen auszuprobieren. Und da vielleicht ein paar Vlogs drüber zu machen. Gut, das war's zu dem Q&A, zu dem kurzen Tag heute. Ich hoffe, das Q&A hat euch irgendwie weitergeholfen. Ja, könnt ihr mal notfalls unten da lassen, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und einen kurzen zweiten Teil, was ich sonst so mitnehme, werde ich dann morgen machen. Okay.
und ciao. Und danke für die Kommentare. Und das damit vorhandene Interesse. Darum geht's.